und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Heute melde ich mich aus Tag Nummer 2 aus dem Urlaub. Es geht erstmal laufen am frühen Morgen. Es ist mittlerweile, glaube ich, 6 Uhr. Irgendwie sowas, kurz vor Sonnenaufgang auf jeden Fall. Und wann kann man besser laufen gehen, anstatt kurz vor Sonnenaufgang, wenn es noch kühl ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich kein Fußball mehr spiele, bin ich auch kaum mehr laufen gegangen, beziehungsweise habe keinen Sport mehr gemacht. Deswegen gehen wir erstmal laufen, eine Stunde. Ich versuche so 5 Kilometer, 5 bis 10 Kilometer ist gut. Mal schauen, wie lange ich durchhalte. Let's go! Also man muss echt sagen, das ist echt gut am Strand zu laufen. Ich kann auch nicht mehr, gerade 6 Kilometer waren das bisher. Aber gleich geht es noch weiter. Und am Sand ist es nochmal schwerer, sich als vom Asphalt abzudrücken, also zu laufen. Das heißt, je schwerer, desto mehr Training. Es ist sehr entspannt hier alleine am Strand zu sein. Bis jetzt ist noch niemand da, das heißt, alle liegen frei. Aber später wird es voller. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal weiterlaufen. So, das waren nochmal weitere 3 Kilometer. Nochmal nicht am Strand, sondern auf dem asphaltierten Fußgängerweg. Und das war deutlich einfacher. Aber 9 Kilometer reicht auch irgendwann. Ich würde sagen, ich gehe zurück und ich melde mich beim Frühstück wieder. Frühstück fertig. Es ist mittlerweile 11 Uhr. Es sind knapp 30 Grad und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal in den Pool und zeige euch ein bisschen die Anlage. Danach geht es zum Strand und danach mal gucken, was noch so geht. Aber erstmal die Anlage. Ihr müsst euch vorstellen, das hier vorne ist das Hotel und da vorne ist direkt das Meer. Also das sind nicht mal 30 Sekunden, also ganz mittlerweile fertig gegessen. Wir waren im Restaurant griechisch essen.
Ich habe jetzt da nicht so viel gefilmt, sondern nur ein paar Ausschnitte und beziehungsweise ich habe nicht geredet, weil wir waren mit der Familie da, da wollte ich nicht so viel reden. Auf jeden Fall hier noch gerade am Sonnenuntergang ein bisschen spazieren gehen mit der Familie und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, gebt einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund, bleibt stabil, bis zum nächsten Video. Peace out.